In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ich meinen Schnurrbart ausdünne. Ich habe bereits ein generelles Video gemacht zum Thema Bart ausdünnen und da kam die Frage auf in den Kommentaren: Daniel, sag mal, wie dünnst du denn eigentlich deinen Schnurrbart aus? Wenn du jetzt deinen generellen Bart ausgedünnt hast, dann muss der Schnurrbart ja auch ein bisschen ausgedünnt werden. Wie machst du das eigentlich? Und genau das möchte ich euch in dem heutigen Video zeigen. Bevor ich aber loslege mit dem Schnurrbart ausdünnen, wie man sehen kann, Leute, mein Bart habe ich extra für dieses Video schön lang wachsen lassen. Von daher muss ich jetzt erstmal meinen Bart ausdünnen. Wie ich das mache, da gibt es eine ausführliche Erklärung dazu. Wenn du es wissen möchtest, klick einfach hier oben hin und ich starte jetzt erstmal mit dem generellen Bart ausdünnen. Also Leute, das sieht ja aktuell schon mal wesentlich gepflegter aus als vorher. Ich muss jetzt noch ein paar Feinheiten machen und dann geht's los mit dem Schnurrbart. So Leute, der Bart ist soweit ausgedünnt. Also ich fühle mich jetzt auch schon wesentlich besser. Schöner Übergang ist an den Seiten drin. Und jetzt geht's weiter mit dem Schnurrbart. Ich habe den Bart eben mit dem Remington Touch Tech ausgedünnt. Den tue ich jetzt weg. Ich switch jetzt rüber zum Philips OneBlade. Und hier an dieser Stelle ganz wichtig, ich nehme nicht den Philips OneBlade Pro, den lege ich gleich zur Seite, sondern ich nehme den ganz normalen Philips OneBlade. Warum, kann ich euch jetzt zeigen. Ich dünne nämlich meinen Schnurrbart oben wie folgt aus, indem ich so runter rasiere. Und man sieht hier, der Philips OneBlade Pro, der hat hier noch so ein Rädchen, wo man die verschiedenen Millimeteranzahlen verstellen kann. Und das hat der Philips OneBlade, der ganz normale, nicht. Da hat man nur den Aufsatz und da kann man viel besser runter rasieren. Dementsprechend, ja, man sieht es vielleicht nochmal ganz gut, so rasieren ist ein bisschen schwierig, da ist das im Weg. Und so rasieren ist wesentlich besser. Also der geht weg, der Philips OneBlade Pro. Und wir machen jetzt weiter mit dem Philips OneBlade. Ich habe hier den 3 mm Aufsatz drauf und damit starte ich jetzt auch. Und zwar starte ich wie folgt. Ich rasiere nicht, wie man es normalerweise kennt, von unten nach oben, sondern ich rasiere einfach runter. Ja? So wie man es vom Bart ausdünnen kennt, genau so rasiere ich jetzt hier meinen Schnurrbart. So, und jetzt sieht der Schnurrbart relativ voll aus. Also wenn ich den jetzt hier so sehe, gerade wenn ich den runter rasiere, sieht relativ voll aus. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ich rasiere jetzt mal so lange, bis ich das Gefühl habe, okay, es reicht. Da muss man einfach je nach Gefühl schauen, wie viel man vom Schnurrbart wegnehmen möchte, dass es halt zum Gesamtbild des Bartes passt. Aber einfach immer mal ansetzen, mal kurz nochmal gucken, okay, passt das oder passt das nicht und dann dementsprechend weitermachen. So, und wenn man den Schnurrbart sich jetzt so anschaut, dann sieht man natürlich, okay, der ist noch voluminös. Gerade nach unten hin ist er ein bisschen zu lang. Und aus dem Grund mache ich jetzt erstmal den Aufsatz ab von dem Philips OneBlade. Der geht jetzt ab. Und jetzt rasiere ich erstmal die Kontur hier so ein bisschen, dass ich noch ein bisschen ein besseres Gefühl bekomme. So, und jetzt sieht man auch, da habe ich ein bisschen vergessen. Jetzt sieht man auch, dass der Schnurrbart jetzt, allein weil ich die Konturen jetzt hier gemacht habe, er ist ja auch lang gewesen nach unten, der sieht jetzt gar nicht mehr so voluminös aus. Also jetzt ist schon einiges weg, da muss ich gleich eine Kante wegmachen. So, die Lippen sind jetzt wieder frei, wie man sehen kann. Und jetzt mache ich nochmal folgenden Trick. Um die Kanten jetzt wirklich perfekt zu machen, mache ich mein Grinsegesicht. Und dann sehe ich ganz genau, ob hier noch hier und da noch ein Haar übersteht. Da sind noch ein paar. Aber sieht schon relativ gut aus. So, jetzt haben wir noch die Ecken. Da mache ich das so, dass ich einfach meine Backen ein bisschen aufpuste. Und dann dementsprechend so dann die Haare da raushole. Aber jetzt nicht mehr so rum, sondern so rum. So, ich bürste nochmal alles nach vorne. So siehst du halt nochmal genauer, wo nochmal ein Haar übersteht. So,
So, und jetzt hast du ein relativ gutes Gefühl. Jetzt weißt du schon ungefähr, ist der Schnurrbart genügend ausgedünnt oder nicht. Also wenn man jetzt da drüber fest und sich das auch ganz genau anschaut, dann weiß man, okay, soll ich noch was machen oder soll ich nicht noch was machen? Für meinen Geschmack finde ich, ist es jetzt ganz okay. Jetzt müssen wir noch eine letzte Sache machen, und zwar sind das die Haare hier an der Seite. Und bei den Haaren ist es so, dass da manche vom Schnurrbart einfach lang wachsen und nach unten, und das sieht dann nicht so geil aus. Von daher versuche ich mit dem Philips OneBlade sehr lang gewachsene Haare, die herausstechen, einfach so rauszuhebeln. Das muss man aber relativ vorsichtig machen, weil wenn man das zu doll macht, oder da kann man sich schnell eine Kante reinrasieren. Und wenn das zu gefährlich ist, kann ich verstehen. Da muss man natürlich wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, dass man da nicht zu viel wegnimmt. Der nimmt einfach eine Schere, und die zu lang gewachsenen Haare, die vom Schnurrbart rüberkommen nach unten, die kann man einfach mit der Schere dann dementsprechend entfernen. Ist ja klar, die Barthaare wachsen logischerweise nicht alle gleich lang. Von daher sind da halt ein paar Haare, die halt tendenziell ein bisschen zu lang sind als andere. So, Leute. Und dann überprüfe ich das Ganze nochmal und gucke, okay, sieht das Ganze ordentlich aus? Aber es sieht schon mal wesentlich besser aus als vorher. Und wenn ich dann nicht zufrieden bin, dann mache ich einfach nochmal den Aufsatz hier auf den Philips OneBlade drauf. Dann rasiere ich nochmal eine Runde, beziehungsweise dünne nochmal eine Runde aus. Und gehe auch ein bisschen hier runter. So, und dann ist das Ganze auch fertig. Hat jetzt auch lange genug gedauert, aber man sieht bestimmt bei dem Vorher-Nachher-Vergleich, dass dieser Bart jetzt, dieser Schnurrbart, wesentlich ausgedünnter ist als vorher. Und jetzt muss ich sagen, fühle ich mich auch wieder wohl. Jetzt kann ich wieder an die Öffentlichkeit gehen. So, Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Schnurrbart ausdünnen und auch beim restlichen Bart ausdünnen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.